Und hallo YouTube und willkommen zur 104 der germanischen Mythologie. Und in diesem Video geht es um einen weiteren Helden der Eddas und Fortsetzagas. Es geht um die Geschichte von Helgi und der Walküre, ihrer Liebe und ihren drei Leben. Die Geschichte des großen Helden Helgi und seiner geliebten Walküre wird zum einen durch drei Lieder der poetischen Edda erzählt, wie auch durch eine Passage in der Völsungensaga. Das Besondere an dieser Geschichte ist nun, dass sich diese über drei Leben des Helden und der Walküre, die ihn liebt, erstreckt. Sowohl Helgi wie auch seine Walküre finden jeweils am Ende eines jeden Abschnittes den Tod, aber es heißt immer auch, dass sie wiedergeboren werden. Ursprünglich war Helgi nun vermutlich eine dänische Heldenfigur, die aber auch in isländische Texte aufgenommen wurde. Und in jenen isländischen Versionen wird er dann zu einem der Völsungen und zum Halbbruder des großen Helden Sigurd. Zumindest im zweiten seiner drei Leben. Das erste Leben vom Helden Helgi wird aber im Lied von Helgi Hjörvatsson erzählt und dieses Lied der Edda ist vermutlich erst recht spät entstanden. Es wurde wohl erst im 12. Jahrhundert oder später geschrieben und scheint eher auch eine Mischung aus verschiedenen Liedteilen zu sein. Hierin ist Helgi der Sohn von König Hjörvat und Sigerlin, die die schönste Frau der gesamten Welt gewesen sein soll. Er wuchs bald zu einem großen und schönen jungen Mann heran. Aber er konnte nicht sprechen und hatte auch keinen Namen. Diese Schweigsamkeit repräsentiert ein recht häufiges Motiv der Sagen- und Märchenhelden. Der Held wird zunächst als schwach, dumm oder auf andere Art mangelnd dargestellt, bevor er sich dann zu seinen Heldentaten aufschwingt und seine wahren Kräfte zeigt. Ein ganz ähnlicher Hergang wird für eine ganze Reihe von anderen Helden der Sagas erwähnt. Für Helgi begann dann dieser Weg zum Heldentum, als er einmal auf einem Hügel saß und 9 Walküren über den Himmel ritten. Diese wurden durch die schöne Kriegerin Svava geführt und die Walküren entdeckten Helgi und kamen zu ihm und Svava sprach zu ihm. Sie gab ihm den Namen Helgi und brachte ihn dazu, zum ersten Mal zu sprechen. Svava sagte ihm dann auch noch eine große Zukunft vorher und berichtete ihm, wo er ein mächtiges Schwert, das einem Helden wie ihm würdig war, finden konnte. Dieses Schwert bekommt zwar keinen Namen, wird uns aber beschrieben. Es soll ein goldenes Heft mit einem Ring daran gehabt haben und die Klinge war mit einer blutroten Schlange verziert, die Feinde in Angst und Schrecken versetzen konnte. Von da an soll Svava auch im Kampf über Helgi Hjörvatsson gewacht haben und ihm Schutz und Sieg gewährt haben. Nun bewaffnet und mit seinem Heldenmut und seiner Sprache erweckt, zog er auch als erstes aus, um seinen Großvater zu rächen. Er zog dazu gegen König Hrothmar in den Krieg und er besiegte ihn und erlebte danach noch weitere Abenteuer. Er ging auf große Raubfahrt und unter anderem erschlug er auch den Riesen Hati. Dessen Tochter forderte dann Wiedergutmachung, doch Helgi und seine Schiffe wurden durch die Macht der Walküren geschützt, die durch Svava geführt wurden. Daher konnten die Zauberkräfte der Riesentochter, die eine Trollfrau war, ihm und seinen Männern nichts anhaben. Und dann entschied sich Helgi, Svava finden zu wollen, um sie zu heiraten. Und tatsächlich war die Walküre auch die Tochter von König Elimi. Und als Helgi dann selbst König war, suchte er dessen Reich auf. Helgi und Svava schworen sich dort ihre ewige Liebe und so kamen der Held und die Walküre, die ihn schützte, auch als ein Paar zusammen. Svava war stets bei ihm im Kampf und sorgte dafür, dass er sicher und siegreich war. Damit wurde Helgi wahrlich zu einem der mächtigsten Helden und größten Krieger und das Leben der beiden Geliebten schien gut zu sein. Doch wie es so oft der Fall ist, war ihr Glück nicht von Dauer. Eine Riesin, die auf einem Wolf ritt, traf auf Helgis Bruder Heden und verlangte, dass dieser sie begleiten sollte. Dieser aber lehnte ab und daraufhin wurde die Trollfrau wütend und sprach, dass er dies bereuen würde und als Heden danach zum Julfest ging und dort Schwüre auf den Opferbecher gesprochen wurden, brachte der Zauber der Trollfrau ihn dazu, einen Schwur zu leisten, dass Svava seine Frau sein sollte. Diesen Schwur auf die Frau seines eigenen Bruders geleistet zu haben, bereute Heden sogleich und er suchte rasch Helgi auf, um ihm zu berichten, was geschehen war. Und als er dies alles hörte, verstand Helgi, dass ihm durch den Zauber der Trollfrau nun der Tod bevorstand. Es scheint, als hätte ihm dieser Zauber den Schutz von Svava geraubt und hier wird dann auch erwähnt, dass die Fylgja, der Folgegeist von Helgi, erschienen sein soll, als Heden auf die Riesin getroffen war. Dieses Erscheinen des Folgegeistes warnt üblicherweise den Besitzer davon, dass dessen Tod kurz bevorstand. Zur selben Zeit hatte Alf, der Sohn von König Hrothmar, den Helgi als Rache für seinen Großvater getötet hatte, den Held zum Duell gefordert, um seinen eigenen Vater rächen zu können.
Helgi hatte diese Herausforderung angenommen und es kam, wie er schon geahnt hatte. Es gab einen großen Kampf und Helgi unterlag. Er wurde von Alf tödlich verwundet und während er im Sterben lag, schickte er nach Svava, die nicht bei ihm war, damit er sie noch ein letztes Mal sehen konnte. Hedin, der seine Mitschuld an diesem Tod schwer bereute, schwor dann seinen Bruder zu rächen, während Svava um ihn klagte und weinte, dass sie ihm in den Tod folgen wollte, da sie sich ewige Liebe geschworen hatten. So kann man auch davon ausgehen, dass Svava bald danach verstarb, auch wenn das Lied selbst davon nichts mehr erzählt. Besonders interessant dazu ist ein einziger Prosasatz, der das Lied beendet. Und in diesem heißt es, dass von Helgi und Svava gesagt wurde, dass sie beide wiedergeboren wurden. Und eben von diesem zweiten Leben von Helgi und der Walküre berichten dann die anderen beiden Lieder von Helgi. Die Lieder von Helgi Hundingsbana. Beide diese Lieder geben an sich die gleiche Geschichte wieder, allerdings mit verschiedenen Details und das zweite Lied ist deutlich jünger und scheint eine Mischung aus verschiedenen Szenen und Gedichten zu sein. Dafür aber erzählt es die Geschichte ein gutes Stück weiter als das erste Lied. In diesem zweiten Leben war Helgi dann der Sohn von Siegmund und von Borghild und er war damit der Halbbruder von Sigurd und einer der Völsungen. Aus diesem Grund wird ein Teil dieser Geschichte auch in der Völsungensaga erzählt. Und bereits direkt nach Helgis Geburt sollen Nornen gekommen sein und sie sagten ihm sein Schicksal vorher. Sie sagten, er würde ein großer König und ein mächtiger Krieger werden. Diese Szene ist auch tatsächlich die einzige Szene in der nordischen Mythologie, in der die Nornen auch Schicksal weben oder knüpfen. So wird hier beschrieben, dass die Nornen die Fäden des Schicksals drehen und verknüpfen und als goldene Fäden am Himmel festmachen und damit Helgis Schicksal festlegen und darstellen. Obwohl die Nornen also heute so oft als die nordischen Weberinnen des Schicksals dargestellt werden, gibt es eigentlich nur diese einzige Szene, in der sie tatsächlich auf diese Weise mit dem Schicksal zu tun haben. Auch in seinem zweiten Leben wuchs Helgi dann rasch zu einem mächtigen jungen Krieger heran. Bald schon erhielt er eine eigene Truppe von seinem Vater und ein großes Schwert, das erneut aber ohne Namen bleibt, und mit nur 15 Jahren zog er in seinen ersten großen Kampf. Noch in diesem jungen Alter begegnete er bereits dem mächtigen König und Wikinger Hunding und er schaffte es, diesen zu bezwingen. Helgi besiegte ihn und damit verdiente er sich den Namen Helgi Hundingsbana, was so viel wie Helgi der Hundingstöter bedeutet. Dessen Söhne Alf, Eyjolf, Hervard und Hardbart wollten dann ihren Vater natürlich rächen, doch auch sie unterlagen Helgi im Kampf und er besiegte alle vier. Nach dem blutigen Kampf gegen diese vier weiteren großen Krieger sah Helgi dann aber plötzlich herrliche Kriegerinnen aus dem Himmel herabreiten. Sie trugen strahlende, aber auch blutige Rüstungen und Speere und es waren Walküren und sie wurden durch die Walküre Sigrun geführt. Helgi fragte da die schöne Kriegerin nach ihrem Namen und lud sie ein, nach der erfolgreichen Schlacht mit ihm zu trinken. Die Walküre stellte sich daraufhin als Sigrun, die Tochter von König Högni, vor und meinte, dass sie nicht mit ihm trinken konnte, da sie bereits einem anderen versprochen war. Ihr Vater hatte sie bereits mit Hödbrott, dem Sohn von König Granma, verlobt. Sie selbst war davon aber alles andere als begeistert und konnte Hödbrott überhaupt nicht leiden und wäre viel lieber mit Helgi zusammen gewesen. So entschloss sich Helgi, gegen Hödbrott in den Kampf zu ziehen, um Sigrun zu gewinnen. Und als Walküre konnte Sigrun erneut über seine Schiffe wachen. Gemäß der Edda führte er insgesamt 3600 Krieger und die Völsungensaga berichtet sogar von 36.000. Nach einem Streitgespräch zwischen Helgi, dessen Bruder Sinfjötli und Hödbrott kam es dann zu einer großen Schlacht und während dieser kamen wieder Walküren aus dem Himmel herab. Sie wurden von Sigrun geführt und sie brachte Helgi den Sieg in diesem großen Kampf. An dieser Stelle und mit Helgis großem Sieg, mit dem er Sigrun gewann, endet dann auch das erste Lied von Helgi Hundingsbana. Sowohl die Völsungensaga wie auch das zweite Lied von Helgi Hundingsbana erzählen aber noch mehr von diesem Helden und seiner Walküre Sigrun. Im zweiten Lied wird so zunächst die gleiche Geschichte erzählt, wie Helgi Hunding tötete und auf Sigrun traf, die hier aber ausdrücklich als eine Wiedergeburt von Svava bezeichnet wird. Sie verliebten sich dann ineinander und Helgi besiegte Hödbrott, um Sigrun heiraten zu können. Mit ihrer Hilfe war er auch im zweiten Lied siegreich und sie kamen zusammen,
aber ihr Glück sollte auch in diesem Lied nicht von Dauer sein. In der Schlacht zwischen Helgi und Hödbrot hatten sich König Högni und seine Söhne, also die Familie von Sigrun, auf die Seite von Hödbrot und gegen Helgi gestellt. Sigrun hatte damit sowohl ihren Vater wie auch ihren Bruder Bragi zu betrauern und war sogar an deren Tod mitschuld, da sie ja Helgi im Kampf geholfen hatte. Und über diese Tragödie hinaus schwor ihr verbliebener Bruder Dag, dass er Rache an Helgi üben würde. Um seinen Vater und seinen Bruder zu rächen, opfert er an Odin und der Allvater gewährt ihm seine Bitte. Um seine Rache gegen Helgi auszuführen, gab ihm Odin dafür keine geringere Waffe als seinen eigenen Speer Gungnir. Dag forderte Helgi dann zum Duell heraus und dieser hatte in diesem Kampf keine Chance. Gegen Gungnir, eine gewaltige Waffe der Götter selbst, konnte Helgi nichts ausrichten. Und da sein Tod der Wille Odins war, konnte ihn Sigrun als Walküre, die ja Odin dienen musste, auch nicht schützen. Dag durchbohrte den Helden und Helgi fand dann Gungnir den Tod. Sigrun trauerte dann sehr um ihren Geliebten und verfluchte ihren eigenen Bruder für diese Tat. Jedes Schiff sollte ihm sinken und nie wieder sollte er guten Wind haben. Jedes Schwert sollte ihm stumpf sein, außer wenn es gegen ihn selbst gerichtet war, und kein Pferd sollte ihn mehr tragen wollen, wenn er vor seinen Feinden fliehen musste. Für Helgis Tod sollte er als ein armer Gesetzloser in der Wildnis einsam und allein enden. Dag aber meinte darauf, dass Odin diesen ganzen Streit verursacht hätte und schuld an allem sei. Was ein wenig überraschend wirkt, wenn man bedenkt, dass Dag eben noch um Odins Hilfe geopfert hatte, um Helgi töten zu können. Helgi wurde dann wenig später in einem großen Grabhügel bestattet und zog in Valhalla ein, wo ihn Odin als einen großen Helden in seine Reihen aufnahm. Wegen der großen Trauer von Sigrun, die an seinem Grabhügel weinte, wurde es Helgi aber auch von Odin gestattet, für eine einzige Nacht zur Welt der Lebenden zurückzukehren. Als ein Toter kam er aus dem Grab wieder hervor und er erschien mit einer blutigen Rüstung und sein Haar war mit Frost bedeckt und sein Körper war kalt. Dennoch aber war Sigrun überglücklich, ihn noch einmal treffen zu können und sie verbrachten eine Nacht zusammen und dann musste Helgi wieder ins Grab zurück. Sigrun hoffte noch am Grab, dass er noch ein weiteres Mal zurückkommen würde, aber Helgi musste von nun an tot bleiben und in ihrem Kummer lebte auch Sigrun nicht mehr lange und verstarb bald ebenso. Doch auch dieses Lied endet doch mit einem Prosastück, in dem es heißt, dass Helgi und Sigrun noch einmal wiedergeboren werden sollten. Helgi sollte als Helgi Hardingasgati zurückkehren und Sigrun als die Walküre Kara. Von deren Geschichte und ihrem dritten Leben sollten dann eigentlich die Lieder der Kara erzählen. Diese aber sind uns heute leider nicht mehr erhalten. Nur ein Fragment von diesen als Nacherzählung oder möglicherweise als Inspiration für eine Szene finden sich in einem Stück der Fortsetzsaga von Hromund Gripson. Darin wird berichtet, dass zwei Könige aus Schweden in Dänemark einfielen und einer der beiden wurde Helgi Harding genannt. Dieser hatte eine Geliebte namens Lara, die über große Zauberkräfte verfügte. Sie verwandelte sich stets in einen Schwan und flog über Helgi in der Schlacht und sang ein mächtiges Zauberlied, das Helgis Feinde schwächte. Diese beiden Namen könnten nun auf Helgi und Kara zurückgehen, und es ist gut möglich, dass diese Passage der Saga entweder einen Teil der Lieder der Kara wiedergeben oder durch diese inspiriert wurden. Besonders auch die Eigenschaften von Lara, dass sie über das Schlachtfeld fliegt und ihren Helden schützt und in den Kampf mit Zauberei eingreift, erinnern sehr stark an eine Walküre. Im weiteren Verlauf der Saga kommt es dann zu einem Kampf zwischen Helgi und Hromund und dessen 8 Brüdern. Lara singt dabei ihr mächtiges Zauberlied und sorgt dafür, dass sich die 8 Brüder nicht mehr verteidigen können und Helgi erschlug sie alle. Als er dann aber am Ende Hromund gegenüberstand und ausholte, um einen gewaltigen Schlag zu führen, traf er dabei aus Versehen die Beine von Lara über ihm. Sie wurde dadurch schwer verwundet und stürzte herab, während Helgis Schlag fehlging und Hromund zwar verletzte, aber nicht tötete und sein Schwert bis zum Griff in den Boden eindrang. In dem Moment, da er Lara getroffen und vom Himmel geholt hatte, hatte er sein Glück und seinen Schutz im Kampf verloren. Das gab Hromund seinerseits die Chance, Helgi zu töten und er schlug ihm den Kopf ab. In dieser Erzählung verlor Helgi also den Schutz seiner Geliebten durch einen eigenen Fehler, aber es fehlt zugleich auch jegliche Darstellung, wie sich Helgi und Kara trafen, sich verliebten oder wie ihr Leben zuvor verlief. Der gesamte Kontext der Lieder der Kara wird uns also hier auch nicht wiedergegeben
und das Lied über das dritte Leben von Helgi und seiner Walküre ist uns wohl für immer verloren. Die Saga von Rom und Gribson ist zudem auch recht jung und es ist unklar, ob hier ein tatsächlicher Inhalt der Lieder der Kara wiedergegeben wird oder es sich nur um eine lose Nacherzählung handelt. Immerhin scheinen auch andere Teile der Saga durch andere Lieder und Sagen inspiriert worden zu sein, ohne diese klar wiederzugeben oder nachzuerzählen. Und auch obwohl Helgi mit den Volsungen verbunden wurde, geht seine Sage vermutlich nicht besonders weit in der Geschichte zurück und dürfte vergleichsweise jung sein. Die Personen und Orte darin lassen sich kaum auf historische Figuren und Ereignisse zurückführen und besonders auch das Motiv einer recht stark vermenschlichten Walküre, die sich in einen Helden verliebt, ist eher eine Romantisierung der nachheidnischen Zeit. Trotzdem aber finde ich die Geschichte der zwei Liebenden, die sich über drei Leben hinweg finden und lieben sollten, eine sehr schöne und interessante Geschichte unter den nordischen Sagen und Liedern. Und damit verabschiede ich mich aus dieser Folge zur germanischen Mythologie. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu dem Video und eure Vorschläge für das Thema der nächsten Folge in die Kommentare schreiben. Und ich sage vielen Dank an meine Patreons, die diese Videos hier ermöglichen. Und tschüss YouTube, bis nächstes Mal bei der germanischen Mythologie.